dem Bauernhof hat man immer sehr gut. Warum ich gesagt habe, es tut mir leid, dass verschiedene Dinge heute nicht mehr so sind. Bei uns in der Landwirtschaft sind kaum Abfälle angefallen. Kein Müll. Es ist ein Kreislauf oft gewesen. Wir haben selber viele, viele Tiere gehabt. Und die haben verschiedene Dinge wieder zum Fressen, Trinken gekriegt. Und Verpackungen hat es eigentlich kaum gegeben. Also mit Plastiksackern und Plastikverpackungen haben wir kein Problem gehabt. Das ist, wenn wir einen großen Sack Mehl gekauft haben, das ist zerschnitten worden und da sind verschiedene Dinge wieder eingepackt worden. Der war aus Papier, dieser große Sack. Der war aus Papier. Und das meiste ist auf den Misthaufen gekommen. Was aber zusätzlich noch sehr schön war in unserer Jugend, wir haben sehr viel miteinander gemacht. Wie ist es bei euch? Spielen Mädchen und Buben miteinander? Ja. Auch am Nachmittag? Trefft ihr euch? Also wir haben uns immer, die ganze Klasse, und da hat es zwei Orte gegeben, wo man sich immer getroffen hat. Entweder direkt auf dem Hauptplatz, da war bei uns der Bach noch offen und da war eine Holzbrücke drüber. Und das war unser bevorzugter Spielplatz. Und der zweite, der auch nicht mehr zur Verfügung steht, das war die Leiden. Das ist eine kleine Anhöhe, wo jetzt das Haus unseres Bürgermeisters steht. Ja. Und das war, da hat es Sträucher gegeben, da hat es Wiesen gegeben und da hat niemand gesagt, das dürft ihr nicht. Nicht, sondern wir haben dort nachlaufen gespielt, wir haben Verstecken gespielt hinter den Büschen und so weiter. War einfach Jungfreiheit. So, wenn es da kurz mitzählt, das sind 10 Felder. Und da hat man angefangen. Den Stein hat man ins erste Feld geworfen und dann musste man auf einem Bein in dieses Feld hineinhüpfen, schauen, dass man den Stein ins nächste Feld befördert. Mit dem Hüpfen ins nächste Feld? Mit dem einen Fuß, okay. Also da war Geschicklichkeit gefragt, da war Gleichgewichtssinn gefragt, weil wenn du mit dem zweiten Fuß abgestiegen bist, hast du aufhören müssen. Wenn du einen dieser Streifen übertreten hast, war von das zweite Spiel, das wir sehr, sehr gerne gespielt haben, das war Ballspiel. Das, bitte? Nein, sondern da hatten wir auch einen Vorteil euch gegenüber. Es waren kaum Häuser anders verputzt als ganz normal und mit Kalk geweißelt. Nicht Farbe. So nicht Farbe. Und das ist jedes Jahr, bei uns fällt der Viertag sehr günstig. Der ist immer am ersten Sonntag im September. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter hat da den ganzen Hof geweißen, die Gasse geweißen und da sind alle Häuser also wunderbar hergerichtet worden. Was für uns Kinder aber gut war, die Eltern waren jetzt nicht so bedacht, macht die Mauer ja nicht schmutzig, sondern wir durften an die Mauer mit dem Ball. Und das war ein Ballspiel, das auch wieder sehr, sehr lange gedauert hat. Da hat es eine Regel gegeben. Du hast angefangen mit der flachen Hand und das hat Anfang geheißen. Dann musstest du mit dem Kopf an die Mauer und den Ball wieder fangen.
dann musstest du mit der Brust an die Mauer und wieder fangen, dann musstest du den Ball hinten herum werfen, an die Mauer wieder fangen, dann musstest du den Ball an die Mauer werfen, dich umdrehen und den Ball wieder fangen. Und dann gab es noch mit den Knöcheln, so, oder mit der Faust. Und dann hat es noch die Möglichkeit gegeben, das hat Flocks geheißen. Warum, weiß ich nicht. Da hast du das Bein gehoben und dann Bein durch und den Ball wieder fangen. Ach so. Und ja, und das hat dann geheißen, Anfang, Schädel, Brust, umwerfen, Werkel. Und dann ist weitergegangen der zweite, Schädel, Anfang, zweimal Schädel, Brust, Schädel, umwerfen, Schädel, Werkel, Schädel. Und dann ist mit der Brust weitergegangen. Die Schule war super. Die Schule war super. Erstens einmal für uns, muss ich dazu sagen. Wir haben uns nicht umziehen müssen, weil der Boden war geölt. Da sind wir immer so, wie wir von daheim gekommen sind, sind wir in der Klasse gesessen. Der Lehrer, wir haben einen Lehrer gehabt, den habe ich geliebt. Aber wirklich. Das war der Herr Lehrer Hartmann. Der Name sagt mir das ja, über mir. Den habe ich erste, zweite Volksschulklasse gehabt. Also der ist auf jedes Kind eingegangen. Ich habe die Schule als sehr positiv erlebt. Erste, zweite Klasse. Und wenn ich jetzt nur denke, wir von unserem Jahrgang sind 15 gewesen. Und der 43er Jahrgang war ein bisschen mehr. Dafür war der 45er dann ein bisschen mehr. Ich hatte bis 14 Jahre kein eigenes Bett. Kein eigenes Bett. Kein eigenes Bett. Und warum ich dann ein eigenes Bett gekriegt habe, war dem Umstand zu verdanken, dass ich einen Gipsfuß gehabt habe. Und da hat dann meine Mutter gesagt, das wollte ich nicht auszutun, aber ich habe bei meiner Mutter geschlafen, mein Bruder hat bei meinem Vater geschlafen und die Großmutter war auch im Zimmer. Ja. Wann gab es den ersten Fernseher? Gut, ja. Da kann ich jetzt, wir in der Familie haben 1978 den ersten Fernseher gekriegt. Da waren aber unsere Kinder schon alle drei in der Schule. Das war bei mir auch so. Da war ich so neun, wo man den ersten Fernseher. Und der war aber schwarz-weiß. Auf einmal fünf solche Brotlaibe gebacken. Und wenn die zur Neige gegangen sind, dann hat es wieder frisch gebacken. Wo sie eine Brote gebacken hat, das ist so fünf. Und wie hat sie das so lange halt vorbekommen? Weil das kann man ja nicht alles so schnell essen. Richtig, aber das war auch gut, wenn es nicht mehr ganz frisch war. Mhm. Interessanterweise. Und da hat es in der Kammer, über der Tür, hat so ein Holzgestell gegeben. Und dort ist es aufbewahrt worden. Ich dachte nur, weil sonst wird das ja vielleicht nach vier Tagen hart. Ja. Und ich meine, dann kann man es ja nur noch knacken. Nein. Nein. Es ist erstens einmal nicht so hart geworden. Zweitens, müsst ihr euch vorstellen, die Mutter hat manchmal selber Salzstangen gemacht, aber sonst ist immer Brot gegessen worden. Nur mit Brot? Nur mit Brot. Nichts Kornspitz, keine Kornspitz, keine Semmeln, keine Apfel. Gipfel, na, wie hat man Fleisch gegessen? Fleisch ist im Winter relativ viel gegessen worden, weil man selber abgestochen hat. Aber der Fleischhauer,
ist nur einmal in der Woche von Rohrbach gekommen, der Berger. Der hat in der Rudolf-Futter-Gasse in einem Keller, hat er dann das Fleisch verkauft. Da war bei uns ein Kaufhaus und da hat man auch am Sonntag hingehen können und sich Zucker kaufen. So eine Panuli-Rolle. Das waren so, heute würde man sagen, irgendwelche Fruchtdrops. Da waren vielleicht 12 drinnen, die haben 50 Groschen gekostet. Hat man auch früher heimgebringte Bananen oder ich sag dir was, ich habe mit 5 Jahren das erste Mal Kakao getrunken. Bei den Nachbarn. Wir haben das gar nicht gekannt. Aber wovon ich noch träume, ist die Schokolade. Aber die haben wir selber gemacht. Ja, die haben wir für Weihnachten selber gemacht. Da hat es so Förmchen gegeben. Die hat man hinein. Da hat man die. Ich habe aber leider das Rezept nicht mehr. Hat man das und dann Bänder rein und die sind am Christbaum aufgehängt worden. Nur, ich frage mich manchmal, daran sehe ich, dass sich das Wetter geändert hat, weil wir haben immer Schnee gehabt, dass wir die Schokolade in Schnee stellen können. Weil es hat ja keiner am Kühlschrank oder natürlich. Nein, das haben wir alles selber gehabt. Das haben wir alles selber hergestellt. Wir hatten die Kühe, die wurden gemolken. Die Milch wurde in so einer Zentrifuge heruntergetrieben und da wurde die Magermilch vom Rahm getrennt. Die Magermilch hat man stehen lassen, bis sie sauer worden ist, dann ist der Topfen draus gemacht worden. Und da kann ich, an dem Beispiel kann ich euch dieses diesen Kreislauf beschreiben. Die Magermilch wurde zu Topfen verarbeitet und das Wasser vom Topfen, das hat so grün ausgeschaut. Das ist unser altes jetzt. Molke, mit dem wurde Geschirr abgewaschen. Mit der Molke wurde Geschirr abgewaschen. Ja, und das Geschirr hat wunderbar geglänzt. Und wenn was angebrannt war, dann hat man vielleicht ein bisschen Sand geholt von draußen oder Asche und hat das ausgerieben, Holzasche. Und diese Molke, die zum Geschirrabwaschen schon verwendet wurde, die hat man wieder an die Schweine verfüttert. War ein Kreislauf, also man hat nicht sehr viel weggeworfen. Und nur eine ganz kleine Bemerkung zur Butter. Wir haben selber Butter gerührt. Das waren so Holzfässer. Und da bist du stundenlang mit dem gesessen und hast den Rahm gestoßen, bis er zu Klumpen zusammengegangen ist zur Butter. Die Buttermilch wurde auch getrunken, aber nur wir haben daheim trotzdem wenig Butter gekriegt, weil meine Mutter ist immer nach Wiener Neustadt gefahren auf den Markt und da hat sie ihre Kunden gehabt. Und wenn sie es für die Kunden braucht haben, dann hat sie halt daheim keine Butter. Ich verstehe, die haben sie das im Sommer gemacht. Ist ja weggeschmolzen. Nein, weil das wurde ja, sie ist am Samstag, das wurde jede Woche frisch gemacht. Die ist am Samstag nach Wiener Neustadt gefahren und da wurde am Freitag alles frisch gemacht. Und das, was gekühlt sein sollte, musste, das kam in den Keller. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da große Probleme gab. Wir hatten Getreidefelder, wir hatten Hackfrüchte, also Kugelrutz, Rüben, alles was du brauchst. Dann Wein,
Dann Wald. Wir haben und Obstbäume. Weil die Frage vorher war, ich habe als Kind eben nur Äpfel, Birnen, Weintrauben, viel mehr. Ja, also die Pfirsich und die Marillen und die Kirschen, alles was bei uns gewachsen ist. Nein, also den Menschen in der Stadt ist es zweifellos nicht so gut gegangen in der Nachkriegszeit. Und das weiß ich deshalb, weil sehr viele, ich kann mich erinnern, dass sehr viele Leute zu uns gekommen sind aus Wien und die sehr dankbar waren, wenn es ein Stück Butter oder Obst oder was ganz begehrt war, das Schmalz.